Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Nioh 2, dem DLC Dunkelheit in der Hauptstadt. So, ich glaube, wir sind kurz davor, das zweite Story-Level zu beenden. Genau, ich glaube, hier sollen wir eigentlich lang. Aber ich würde mir vorher gerne noch ein genaueres Bild über ein paar andere Richtungen machen, in die ich gehen könnte. Hier zum Beispiel bin ich noch gar nicht lang gegangen. Würde ich gerne nachholen. Oh, ah ja. Das war jetzt schon wieder falsch. Ich vergesse immer, dass ich... Dass ich immer den Wuchtkonter mit R2 und Kreis mache, nicht mit R2 und Viereck. Ich versuch's gleich nochmal. Jawohl. Oh. Hätte er jetzt nicht eigentlich seinen Kristall zeigen müssen oder machen das nicht alle? Weil ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dass das eventuell eine Trophäe gibt, wenn ich oft genug bei diesen Karren den Kristall treffe. Ui. Ui. Vergiss es. Kollege, jetzt mach doch mal deinen Wuchtangriff. Wie wär's mal damit? Meine Güte. Ey, wie er den Wuchtangriff nicht mehr machen will. Kein Bock mehr, oder was? Ja, nee, ist klar. Ich gebe dir nicht mehr viele Chancen, ich sag's dir nur schon mal. Okay, ja, ist gut. Au! Jetzt hat er endlich mal das Teil gezeigt. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Trophäe dafür gibt, aber es könnte durchaus sein. Ich könnte mich aber auch irren, was das angeht. Wir werden sehen. Die Zeit wird es uns verraten. Also mit der Zeit werden wir die Antwort schon kriegen. Das sah gerade so aus, als ob da noch ein Item rumliegen würde, das ich zurückgelassen habe. Also von hier kam ich ja ursprünglich. Nicht wahr? Ich bin zum Beispiel hier den Weg durch das brennende Gebäude nicht zu Ende gegangen. Jetzt so als Beispiel. Aha! Guck mal. Gibt's nicht. Genau an einem Kodama vorbei. Oh, und da unten ist noch was zum Looten. Kann ich natürlich auch nicht ignorieren. Hallo. Schicke Kiste. Schicke, schicke, schicke Kiste. Okay, wie komme ich jetzt hier weg? Ah, okay. Aha. Und dann, komme ich hier bei dem Weg wieder raus, wo die heiße Quelle ist. Alles klar. Gut, gut. So viel dazu. Und es gab doch außerdem noch einen weiteren Weg, ein bisschen weiter zurück, den ich hätte gehen können. Aber hier war der nicht. Oh, aber ist das hier so eine Art Bonusgebiet? Naja, ich kann mich hier wenigstens mit Wasser buffen. Hier, da genau, da lang, da wo die jetzt am Hämmern ist. Genau in die Richtung wollte ich auch nochmal lang gehen. Weil ich nicht weiß, was dort ist. Kann sein, dass da eine Sackgasse ist und es ist umsonst, dass wir jetzt da lang gehen, aber da lasse ich es mal drauf ankommen.
Nice. So, alles eingesammelt. Jawohl. Genau, von da kam ich. So. Tatsächlich eine Sackgasse. Aha. Ja. Ich habe doch schon gesehen, dass da ein roter Punkt ist, Kollege. So, ich lock ihn mal hier hin, damit ich nicht die ganze Zeit den Bogenschützen im Nacken habe. Oh, aber dafür den hier. Weg mit dir. Na, Bock auf den Wuchtangriff? Ah, oh Mann, schon wieder. Falscher Angriff. Kacke. Ah, oh, wie ich das hasse. Der Angriff macht ja so viel Schaden. Ich will ihn ja nicht umbringen, bis ich nicht deinen Kristall entblößt habe. Da ist er. So. Servus. Alter! Boah, schon wieder so ein schlüpfriger Gegner. Sowas liebe ich ja. Alles klar, das war auch von Anfang an eine Sackgasse. Gut, aber Hauptsache, ich weiß es jetzt. Ne? Das ist immer die Hauptsache. Ich versuche ja möglichst viele lose Enden in den Levels zuzuknüpfen, sozusagen. Ne? Einfach, dass nach Möglichkeit, dass möglichst wenige Ecken noch unerforscht geblieben sind. Das ist für mich immer so die Hauptsache, dass ich wirklich so viel wie nur irgend möglich aus dem Level mitnehme. Auch wenn es mir jetzt nicht so viel mehr nützt, weil ich habe ja Equipment aus dem Traum des Weisen, aber trotzdem. Ne? Auch wenn das hier die DLCs sind, hier kann nichts an Ausrüstung mehr für mich droppen, was auch nur im Entferntesten interessant wäre, weil ich eben schon mein Equipment aus dem Traum des Weisen habe. Aber dennoch möchte ich einfach alle Level so viel erkunden, wie es nur möglich ist. Wie ich es eben auch schon bei jedem einzelnen Level im ersten Durchgang im Hauptspiel so gut es geht getan hab. Echt jetzt? Alter, da war der letzte. In einem Spinnenei. Krass. Okay, cool. Manchmal kommt es auch tatsächlich so ein bisschen überraschend, wenn ich, dass ich einen Kodama finde. Aber dennoch bin ich immer wieder froh drum. Ne? Es ist eine positive Überraschung. So, hier ist jetzt auch nichts. Okay, es ist wohl Boss-Time. Ja? Bei dem brennenden Gebäude, ja, dem lilanen Punkt vor mir, was soll es da schon anders sein als Endboss-Zeit für dieses Level? Let's go! Na toll. Tsuchigumo, okay. Wow. Oh no. Burn. Bam. Jawohl, den mache ich richtig zur Sau. Bam. Brenne, du Panzerspinne. Okay. Sehr gut.
Ah, ich hätte eine Exekution mit ihm durchführen können. Egal. Noch eine Fliege, die sich in meinem Netz zerfängt. Zerfängt. Winde dich nur, kleine Fliege. Das wird mich nicht daran hindern, dich bei lebendigem Leib zu verschlingen. Puh, okay. Ich denke mal, dadurch konnten wir beweisen, dass wir nicht auf der Seite der Yokai sind, oder? Will ich doch mal hoffen, zumindest. Alter Vater, mit dem Boss hatten wir deutlich leichteres Spiel. Deutlich leichteres Spiel. Puh. Okay. Na dann. Gern geschehen für die Rettung, ihr beiden. また魂を集め直さねば。相変わらず可愛げのない。少々術したくに手間取りましたが、無事で何より。平安の願いが込められたこの都も。 悪鬼改玉の蔓延地となり、戦場と見まがうほどの惨状になり果てました。陰陽の道は万物の調和を律して世を平穏に導く術。この術を託し、共に東魔の道を歩むは、 心を許し合う同士、今日の闇を切り裂くは羅生門へもたらされた新たな光。光を宿す稀人は平安への大いなる吉兆。 可愛げだと。それでは化粧の相手さえおりますまい。ここは一つ折り紙でも覚えてみては。いらぬおせっかいだ。東方が化粧など。ほら、お待ちですよ。鬼を斬る鬼とは実に珍しいな。今なら空きがあるぞ。 Okay. Besessen von Kusunoha, die Füchsin durch Geistteilung. Puh. Und wir bekommen die Bronzetrophäe Hüter des Tores. Immerhin weiß sie jetzt, dass wir auf ihrer Seite sind. Yay! Das verderbte Tor. Viele Jahre haben wir die grässliche Tsuchigomo bekämpft, bis du uns von dieser Last befreit hast. Dafür sind wir dir aufrichtig dankbar, aber ich fürchte, wir müssen dich noch um etwas anderes bitten. All das Unheil in der Stadt und die wachsende Zahl der Yokai, rachsüchtigen Geister und anderer Feinde lassen vermuten, dass jemand im Hintergrund die Fäden zieht. Wenn das Doman sein sollte, dann habe ich keine andere Wahl, als ihn aufzuspüren und seinen Umtrieben ein für allemal ein Ende zu setzen. Okay, Tsuchigomo Seelenkern haben wir bekommen, sehr schön. Ah. Noch etwas? Rashomon de Varevare Osotta Doman no Yukuega Shiremasta. Matsuringoto no Chusu. Dai Dai de. Sono Sugata o Mita Mono ga iru sou desu.
今日、怨霊や妖しその源は大代理にありと見るべきでしょう。ドーマンは私と同じ陰陽師。数年前に姿を消し、以来行方は妖として知れなかったのですが。ドーマンはな、生命との術勝負に敗れ今日を出奔したのだ。 実力以上の野心を抱く男だったが、身に余る力に見入られたようだ。さて、黒幕が知れれば、遠間頭の務めは一つ。ドーマンを撃つ。お前も来るだろう？ Zwielichtmission, das Geheimnis von Rashomon freigeschaltet. Zwielichtmission hat sich geändert. Okay. Puh, ja, wie gesagt, immerhin weiß sie jetzt, wir sind auf ihrer Seite. Yay, 8 weiteren Spielern konnte ich helfen, 1077 Ruhm bekommen. Sehr schön. Wir können einen neuen Besucher zu uns rufen. Kusunoha, die Füchsin. Ja, ich weiß nicht, ich will erstmal noch beim blauen Drachen bleiben. I'm sorry. So, dann schauen wir uns an, was es jetzt alles Neues gibt. So einiges mit Sicherheit. Jawohl, der Fuchsgeist. Der Fuchsgeist ist ein hochintelligenter Fuchs-Yokai mit starken Zauberkräften. Füchse, die ein sehr langes Leben hinter sich haben oder für lange Zeit einem Geisterstein ausgesetzt waren, können zu Fuchsgeistern werden. Ihre magischen Kräfte werden mit dem Alter stärker. Und wenn sie stärker werden, wachsen den Füchsen zusätzliche Schwänze. Ein Fuchsgeist mit einem Schwanz soll die Intelligenz eines Menschen und schwache Zauberkräfte besitzen. Ein 1000 Jahre alter neunschwänziger Fuchsgeist hingegen ist zu mächtiger Magie fähig. Einige gütige Fuchsgeister, die Senko genannt werden, helfen den Menschen manchmal als Schutzgeister und werden in Inari-Tempeln als Diener der Götter verehrt. Okay. So, Tsuchigumo. Die Tsuchigumo ist ein riesiger, spinnenartiger Yokai mit vielen Gliedmaßen. In manchen Darstellungen dieses Yokai, wie zum Beispiel der im Heike Monogatari, werden Tsuchigumo mit Dämonenfratze, Tigerkörper und Spinnenbeinen beschrieben. Die Bürger der Hauptstadt fürchten diese bösartige Yokai-Spinne, denn es heißt, sie würde Menschen einspinnen und dann lebendig auffressen. Tsuchigumo taucht häufig in Stücken des No- und Kabuki-Theaters auf. Mhm. Ja, und du bist auch definitiv neu. Wobei, nee, den Text dazu haben wir ja bereits nach der ersten Mission durchgelesen. Aber du bist neu, Yasha. Alter, allein das Design finde ich schon mega krass. Hammer. Yasha waren einst adlige Frauen, die von Geistersteinen und ihrem eigenen Hass in Dämonen verwandelt wurden. Ursprünglich tauchten sie in der indischen Folklore auf, manchmal als Wassergöttinnen. Mit den Lehren des Buddhismus kamen sie auch nach Japan. Ein japanisches Sprichwort vergleicht die unheimlichere Seite der weiblichen Persönlichkeit mit einer Yasha. Die Yasha finden sich auch in manchen Volksmärchen über Frauen, die durch geheimnisvolle Rituale dunkle Kräfte erlangen wollten. Vor diesen Kräften sollte man sich im Kampf gegen eine Yasha stets hüten. Mhm. Ich glaube, sonst haben wir nichts Neues, oder? Naja, reicht ja auch erstmal, ne? Okay. So, hier haben wir jetzt Kusunoha, die Füchsin. Ein Schutzgeist, der die Gestalt einer Füchsin einnimmt und erste Botin der Fuchsgöttin Inari. Der Legende zufolge traf ein Krieger namens Abe no Yasuna einst auf eine Gruppe Jäger, die einen weißen Fuchs im Wald von Shinoda in der Provinz Izumi verfolgten. Er hielt die Jäger auf und konnte den Fuchs retten, wurde dabei aber schwer verwundet. Daraufhin erschien plötzlich eine wunderschöne Frau namens Kusunoha und pflegte den verletzten Yasuna wieder gesund. Daraufhin besuchte sie ihn von Zeit zu Zeit und schließlich verliebten sie sich ineinander, heirateten und bekamen ein Kind. Im Alter von 5 Jahren fand dieses Kind aber ungewollt heraus, dass seine Mutter Kusunoha in Wahrheit eine Füchsin war. Die Füchsin kehrte daraufhin in den Wald zurück und hinterließ nur ein Gedicht. Wenn du mich liebst, dann komm zu mir. Du findest mich im Wald von Shinoda im Lande Izumi, inmitten des gramvollen Laubes. Man sagt, das von ihr zurückgelassene Kind der spätere Onmyo-Magier Abe no Seimei gewesen sein soll. Ah. Okay. Video über Geistteilung abspielen. Ah, ach krass.
Die Videos können wir uns auch noch einmal anschauen, wenn wir wollen. Auch nett. So, Charakterverzeichnis. Aisha Doman ist ein Onmyo-Magier aus der mittleren Heian-Zeit. Man glaubt, dass er in der Provinz Harima, heute Präfektur Hyogo, geboren wurde. Viele sagen, dass er ein ebenso fähiger Magier war wie Abeno Seimei. Nachdem Seimei Doman in einem Wettstreit magischer Fähigkeiten besiegt hatte, wurde dieser einigen Geschichten zufolge Seimeis Schüler. Andere sagen, er hätte die Hauptstadt verlassen und geplant, einen Adligen mittels Magie zu ermorden. Aber all das ist reine Spekulation und so bleibt Doman eine undurchsichtige Gestalt. In seinem Streben nach dem Untergang der Hauptstadt setzt Doman dunkle Magie ein, um Tsuchigomo zum Rashomon-Tor zu rufen. Als Tsuchigomo vom Protagonisten besiegt wird, offenbart sich Doman und verwandelt die Nigitama, die Yorimitsu auf ihn loslässt, in rasende Aratama. Kühl und gelassen überlässt er Yorimitsu und ihre Gefährten ihrem Schicksal, da er sie für unter seine Würde hält. Ja, davon abgesehen, schon krass, dass der eine Kerl in der Lage war, dass Seimei in der Lage war, sowohl, ach Gott, wie hießen die beiden nochmal? Gosuki, Mesuki? Dass er die beiden Höllenwächter mit einem einzigen Zauber, mit einem einzigen Todeslaser one-hitten konnte. Den Zauber will ich auch gerne können. So, Yorimitsu und Kintoki eilen zum Rashomon und kämpfen tapfer gegen Tsuchigomo, doch als sie sich beide in ihrem klebrigen Netz verfangen, muss der Protagonist den Kampf an ihrer Stelle zu Ende führen. Nach dem Sieg über Tsuchigomo offenbart sich Aisha Doman als Kopf hinter den jüngsten Ereignissen. Yorimitsu versucht, die Nigitama aus ihrer Kiste mit Seelenkern zu holen, aber Domans dunkle Magie verwandelt diese in gewalttätige Aratama. Als die Situation brenzlig wird, erscheint Yorimitsus Verbündeter Abeno Seimei und exorziert den bösen Yokai. Als sich der Staub gelegt hat, bittet Seimei den Protagonisten um Hilfe bei der Wiederherstellung des Friedens in der Hauptstadt. Yorimitsu erkennt den Protagonisten endlich als Verbündeten an. Yay! Da scheint aber noch einiges zu passieren, so scheint es. Benkei? Ich nehme mal an, bei Abeno Seimei kommt nochmal ein neuer Text dazu, oder? Wir hatten Abeno Seimei ja bislang nur als Prüfling, beziehungsweise als Prüfer, als Lehrer in Onmyo-Magie, aber jetzt tritt er zum ersten Mal auch in der Story auf, aktiv. Während der mittleren Heian-Zeit kämpfte der echte Seimei an der Seite Minamoto no Yorimitsus, der berühmten Dämonenjägerin, um die Hauptstadt zu schützen. Der Protagonist begegnet Seimei, als er Yorimitsu und ihm im Kampf gegen Aisha Doman zu Hilfe eilt. Seimei vertreibt die Aratama, die sie bedrohen, mit Hilfe von Onmyo-Magie. Er zeigt sich erfreut über das Auftauchen des Protagonisten in seiner Zeit und schätzt dessen Unterstützung sehr. Nice. Ah, noch? Okay. Es ist noch mehr dazu gekommen. Ah, natürlich! Sakata Kintoki, ja klar. Er war ja auch, glaube ich, bei einigen Dojo-Missionen unser ja, Lehrer, Prüfer. Ihr wisst, was ich meine. Ah, klar. Und jetzt ist er auch endlich in die Story mit eingewoben worden. In der mittleren Heian-Zeit vertreibt Kintoki auf Befehl von Yorimitsu Yokai aus der Hauptstadt, als er den Protagonisten trifft, der ihn fasziniert. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Protagonist im Kampf mit Yorimitsu, die Kintoki um Hilfe bei der Bezwingung Tsuchigomos am Rashomon-Tor bitten will. Kintoki und Yorimitsu eilen zum Rashomon, aber obwohl er tapfer kämpft, verfängt sich Kintoki in Tsuchigomos Netz. Letztendlich ist es der Protagonist, der Tsuchigomo besiegt und sowohl Kintoki als auch Yorimitsu rettet. Jetzt aber, oder? Ja, okay. Perfekt, beim Rashomon-Tor. Die beim Rashomon-Tor aufgetauchte Tsuchigomo ist eine furchterregende Gestalt mit rasiermesserscharfen Klauen, spinnenhaften Gliedmaßen und unzähligen Augen. Yorimitsu und Kintoki greifen die Kreatur an, verfangen sich aber in ihrem Netz. Als die Protagonistin herbeieilt, wendet sich die Tsuchigomo zu ihr und stößt ein markerschütterndes Gebrüll aus. Begegnung mit Seimei. Kaum hat der Protagonist die Tsuchigomo besiegt, da naht am Rashomon-Tor schon eine neue Gefahr. Aisha Doman. Yorimitsu öffnet die Kiste, in der sie ihre Sammlung von Seelenkernen verwahrt, und zwei Nigitama tauchen auf, um sie zu verteidigen. Aber während Doman sich unbeeindruckt abwendet, verwandelt er die Nigitama in Aratama, die sich gegen ihre frühere Herrin wenden. In die Enge getrieben, vernehmen Yorimitsu und die Protagonistin plötzlich eine Stimme, die einen Onmyo-Magie-Zauber heraufbeschwört. Sie gehört Abeno Seimei. Nachdem er die Aratama besiegt hat, teilt Seimei seinem Schutzgeist, Kusunoha, die Füchsin, mit der Protagonistin, da er sich offenbar ihrer Hilfe versichern will. Gut. Schön, schön.
Wer das erledigt, jetzt haben wir neue Dämonenrollen bekommen, die wir... Oh, unbegrenzte Onmyo-Magie. Das wäre zum Beispiel ein relativ nützlicher Buff. Muss ich zugeben. Da kommt auch Benkei als Gegner vor. Ich würde sagen, die nehmen wir uns beide auf jeden Fall noch vor. Da aber noch so schon genügend Zeit in diesem Part besteht, würde ich, bevor ich mich den Dämonenrollen-Missionen zuwende, erst einmal zum Traum des Weisen gehen. Und jetzt würde ich hier diese Frostblumen-Clown-Fäuste ausrüsten. Oder nee, hier Ninja-Meister-Fäuste. Die sind besser. Die rüste ich jetzt aus als Sekundärwaffe, um nämlich die Fertigkeitspunkte für Faustwaffen hochzutreiben. Denn zu diesem DLC sind quasi die Faustwaffen neu dazugekommen. Und deshalb gibt es in diesem DLC in der Trophäenliste auch wieder eine Trophäe dafür, dass wir eben mystische Künste für genau diese Waffenkategorie erlernen. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal so mitten im Part sagen, ich werde mich jetzt ans Farmen für eben diese Faustwaffen machen und gleichzeitig hoffe ich auch, dass ich den Stein der Buße dabei genügend hochtreiben kann. Also dann, let's go! Alter Vater, das war ja schon eine Street Fighter-Kombo, die ich da losgelassen habe. Krass. Okay Leute, die Fähigkeitspunkte habe ich mittlerweile fertig gefarmt, ging wie immer ziemlich fix mit dieser Mission und ich habe festgestellt, dass der Stein der Buße scheinbar nur dadurch aufgeladen wird, indem ich Gegner besiege. Gerade Bossgegner scheinen die Leiste einigermaßen gut aufzufüllen, so wie es scheint und deswegen werde ich schlicht und ergreifend natürlich wieder diesen Boss hier nutzen, um die Leiste vom Stein der Buße jetzt so hoch wie nur irgend möglich zu treiben. Let's go! Da bin ich wieder und ich habe mittlerweile auch die Bronzetrophäe Wahre Buße verdient. Die ist in dem Moment aufgeploppt, als ich den Gegner das letzte Mal besiegt habe und danach die Leiste auf endgültige 100% gesprungen ist vom Stein der Buße. Schöne Sache. Also ich dachte, die Trophäe kriege ich erst dann, sobald ich den Stein der Buße komplett mit einer gefüllten Leiste wieder zurückgebe. Aber scheinbar kriegt man die Trophäe schon dann, sobald die Leiste überhaupt auf 100% gefüllt worden ist. Immerhin. Nochmal 189 Ruhm. Cool. So, also erst einmal die Level-Ups natürlich. Die Level-Ups dürfen wir nicht vergessen. Die werden direkt hier investiert. Oh, so kurz vor einem weiteren Level-Up. Da muss ich ja nur an den nächstbesten Schrein einmal kurz beten und dann kriege ich den Rest automatisch. Also, Stein der Buße. Führe ein Ruheritual aus, um den Stein der Buße zur Ruhe zu betten und dein aufgegebenes Accessoire zurückzuerhalten. Erhöht den Schwierigkeitsgrad des Steins der Buße sowie seine Wirkung. Kann nur gewählt werden, wenn sich Buße auf 100% befindet. Den Schmerz erhöhen. Erhöhst du den Schmerz, verstärkt das die Wirkung des Steins der Buße. Der Bußewert des Steins wird auf 0 zurückgesetzt und die Gesundheit und Angriffskraft der Gegner steigen noch einmal. Im Gegenzug steigt auch die Chance, dass sich die Seltenheit und der Pluswert deines aufgegebenen Accessoires erhöht. Ah, aber dann wird einfach nur die Chance von 80 auf 90 gesteigert. Und gleichzeitig ist es quasi garantiert, dass der Pluswert auf jeden Fall um 1 ansteigt. Weiß ich nicht.
Ich würde sagen, wir machen jetzt das Ruheritual. Führst du ein Ruheritual mit dem Stein der Buße aus, verschwindet er und du erhältst dein aufgegebenes Accessoire zurück. Die Chance, dass dein Accessoire dabei verstärkt wird, hängt vom Bußewert ab und dem Pluswert des Steins. Erhältst du später einen neuen Stein der Buße, werden seine Buße und der Pluswert auf die anfänglichen Werte zurückgesetzt. Okay. So, möchtest du mit diesem Stein der Buße ein Ruheritual ausführen, um dein aufgegebenes Accessoire zurückzuerhalten? Dadurch verschwindet der Stein der Buße, erhältst du später einen neuen Stein der Buße? Ja, ist okay. Ruheritual, yes. Und wie das Dingen besser geworden ist, Alter. Holy moly. Wir haben einen ätherischen, ein ätherisches Magatama bekommen. Alter, das hat sich ja komplett gelohnt. Und wir haben jetzt auch tatsächlich noch Amrita dazu gekriegt. Welche auch noch einmal für das Level Up perfekt ausgereicht haben. Nice. Oh, Leute. Da kann ich doch jetzt gerade nicht anders. Wir geben natürlich wieder die alten Texte ab. Aber vor allen Dingen Sondereffekte verbessern. Huiuiuiui. Naja, ich habe jetzt leider kein sagenhaftes Umbrazit mehr übrig, was ein kleines bisschen blöd ist. Aber vielleicht habe ich ja doch trotzdem Glück. Ne, ich gucke jetzt erst einmal, ob sich hier irgendetwas anbietet. Glücksfall, Glücksbonus. Was ich ja zuallererst mal brauche, ist wieder einmal ganz simpel. Ich brauche erst einmal nur die Regeneration für Amrita-Absorption, ne? Das ist die Hauptsache, die ich jetzt brauche. Und das sollte doch nicht allzu lange dauern, bis das... Ah, guck mal, Gesundheitsregeneration, Amrita-Absorption, da haben wir es doch schon. Kann ich sogar mit normalem Umbrazit holen. Perfekt. So, Nahkampfschaden, Gegner ohne Ki. Ich würde sagen, Lebensentzug Onmyo-Magie wäre auch gut, aber das kann ich leider so nicht machen, aber mit göttlichem Umbrazit kann ich mir das holen. Lebensentzug Onmyo-Magie. Würde ich sagen, nehme ich noch mit. Verteidigungsbonus-Magie lasse ich mal. Nahkampfschaden, dauernegative Effekte. Das wäre nicht schlecht. Ne, dass einfach meine negativen Effekte deutlich kürzer werden. Das wäre nicht übel. Nehme ich erstmal. Und statt Giftschutz, da geht definitiv auch noch etwas Besseres. Elementarschaden plus. Oh ja. Oder Vertrautheitsbonus. Nee, Vertrautheitsbonus heißt einfach nur, dass meine Waffen mehr schneller die höhere Vertrautheitsstufe erreichen. Das bedeutet nicht, dass der Bonus, der durch eine maximale Vertrautheit entsteht, dass der steigt. So habe ich Vertrautheitsbonus ursprünglich interpretiert. Versteht ihr? Ich dachte, dass damit ist gemeint, dass eben der Bonus, den man dadurch, dass ein Ausrüstungsgegenstand maximale Vertrautheit erreicht hat, dann erhöhen sich ja quasi alle Werte. Dann kriegt man auch mal einen Bonus auf alle Werte von dem Ausrüstungsstück. Und ich dachte, der Vertrautheitsbonus erhöht genau diesen Bonus noch einmal ein kleines bisschen. Aber, nee, beschleunigt die Erhöhung deiner Vertrautheit. Hier seht ihr es nochmal schwarz auf weiß. Ist nicht so, wie ich es mir dachte. Aber Elementarschaden nehme ich auch sehr gerne mit. Denn mit Elementarschaden machen wir ja eine ganze Menge. So, jetzt haben wir ein schickes... Wait. Wir haben eine neue Gunststufe, glaube ich, gekriegt. Ja, eine zumindest. Okay, dann... Nachlass auf Schmiedekosten oder sonst irgendwas anderes. Nachlass auf Änderungskosten vielleicht, würde ich sagen. So. Alright. Ja, damit haben wir uns wenigstens ein ätherisches Yasakani Magatama dazu verdient. Ne? Autograbbergung, Lebensentzug, Onmyo-Magie. Oh, das ist aber hier... Ah ja, ist hier auch so hoch. Okay, wollte schon sagen. Autograbbergung haben wir nicht mehr. Glück haben wir nicht mehr. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig, um ehrlich zu sein. Hauptsache Gesundheitsregeneration, Amrita-Absorption. Das ist das Wichtigste. Lebensentzug, Onmyo-Magie. Der Rest war optional. Ne? Autograbbergung und Glück. Da nehme ich gerne auch die anderen Bonuseffekte, die ich jetzt dazu bekomme. Also, ne? Bäm. Alter Vater. Geil. Oh, das hat sich mit dem Stein der Buße ja mega gelohnt. Holy moly. Da bin ich glatt in Versuchung, das gleiche auch noch ein weiteres Mal mit einem anderen Gegenstand zu machen. Ne? Dann kann ich ja offscreen noch einmal das andere Magatama verbessern und dann
habe ich einfach nochmal zwei ätherische Magatamas. Lohnen würde es sich doch auf jeden Fall. Naja, eins nach dem anderen. Erst einmal möchte ich ja die Dojo-Mission machen. Dafür gehe ich wieder in den ersten Durchgang. Dojo. Zuschlagen wie ein Yokai. Kato Danzo ist hier unser Prüfer. Man munkelt, du hättest eine Vorliebe für Faustwaffen entwickelt. Nun, schau doch nicht so belämmert drein. Als Lehrer habe ich doch immer ein Interesse an meinen Schülern. Du kannst immer auf mich zählen, wenn du eine echte Herausforderung suchst. Also, wenn du die Geheimnisse deiner neuen Lieblingswaffe erfahren möchtest, kannst du jederzeit zu mir kommen. Alles klar. So, Zeit für ein bisschen Dresche. Sake. Diese Combo finde ich am geilsten. Ne, wenn der Gegner kein Team mehr hat und dann prügelt man ihn einfach danach nieder. Das ist so genial. Und bam! Das sieht echt wie so eine Street Fighter-Kombo aus. Oder Tekken. Naja, von der Geschwindigkeit her würde ich eher Street Fighter sagen. Street Fighter ist ja eher so der schnellere Klopper. Tekken ist ein kleines bisschen langsamer und wuchtiger. Okay, cool. Okay, adäquat, wenn du meinst. Gar nicht übel, aber das erwarte ich auch von meinen Schülern. Unsere ganze harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Ha, ich habe zwar verloren, aber das macht mir gar nichts aus. Da meldet sich wohl mein Stolz als Lehrer. Doch egal, wie versprochen, werde ich dir nun etwas über die Fäuste erzählen. Und das tue ich nur dieses eine Mal, also pass gut auf. Okay. So, Fähigkeiten. Bevor ich das aber mache, wird langsam mal an der Zeit. So, Locke eines Samurai, benutzen, alle. Locke eines Schwertkämpfers, alle. Locke eines Speerkämpfers, beide. Locke eines Axtkämpfers, beide. Locke eines Odachi-Kämpfers, beide. Locke eines Tonfa-Kämpfers, beide. Locke des Beilkämpfers. Locken des Sanzetsukon-Kämpfers. Locken des Faustkämpfers. Locke eines Ninja. Und Locke eines Onmyo-Magiers. So, jetzt haben wir alles an Skillpunkten endlich mal beisammen, das, was sich bei mir angesammelt hat, alter Vater. Und da wird jetzt natürlich alles in diese Skills hier reingesteckt, ist ja klar. Wo soll ich die Skills auch sonst reinstecken, ne? Stimmt, bei der Faust habe ich das jetzt noch gar nicht gemacht. Wo könnte das jetzt hier sein, der Skill? Bei maximalem Leben? Nö. Wird wieder hinter einer mystischen Kunst. Hier, Angriff mit Faust. Erstmal Bäm. So, und ich bekomme schon mal die Bronzetrophäe Faustmeister. Sehr schön. Und der Rest der Punkte wird ja auch direkt reingeballert. Einfach so. So, Speer. Bäm. Axt. Bäm. Sansetsukon. Bäm. Odachi. Bams. Und was haben wir hier? Die Tonfa, ne? Genau, die Tonfa. Shazam. Okay, jetzt noch Onmyo-Magie, was ja auch jetzt mittlerweile. Oh, Talisman der Faust. Nehmen wir einfach mal, weil ich es kann. Verstärkung, Wasserschutz-Talisman. Verstärkung, Blitzschutz-Talisman. Metamorph. Was könnten hier? Maximale Anima, jawohl. Nehme ich mit. Jetzt ist das auf Maximum. Sehr schön. Jetzt habe ich hier 5 Skillpunkte. Wofür soll ich die ausgeben? Angriff mit Fernkampfwaffen.
Das kann ich, glaube ich, unendlich auch, weit erhöhen, oder? Ich glaube, da gibt es keinen Angriff mit bloßen Händen. Schaden von Angriffen mit bloßen Händen. Kirschschaden. Erhöht Kirschschaden bestimmter Fähigkeiten. Um 20%. Lundenschlossschaden erhöhen. Tja. Stärke-Attribut-Bonus. Geschicklichkeit. Stimmt. Ich könnte vielleicht Ausdauer-Attribut. Wo ist Konstitution? Magie habe ich. Das müsste doch genauso etwas auch für Konstitution geben, oder nicht? Wo ist das denn? Hier ist Konstitution. Okay. Hätte ich das auf jeden Fall auch schon mal. So. Wofür soll ich sonst groß ausgeben in dem Skilltree? Ich habe doch sonst alles schon freigeschaltet. So, jetzt wird das hier gekauft und das. Fertig. So, alles an Skills ausgegeben. Neue Rufpunkte bekommen. Sehr schön. Ich nehme Schutz gegen andere Reiche. Passt. Cool. Dann wird das erledigt. Ich gehe zurück in den Traum des Weisen. Schrein. Genau. Das mit dem Stein der Buße, das hat viel besser funktioniert, als ich dachte. Deswegen würde ich das ganz gerne noch einmal ausprobieren. Oh. Ich kann das noch einmal? Wait. War das nicht das Magatama, das ich vorher in das hier verwandelt habe? Nee, Quatsch. Ah, stimmt. Nee, das ist das, was ich durch das hier ersetzt habe. Bla. Ich rede Blödsinn. So, dann werde ich das hier jetzt selbstverständlich auch auf Traum des Weisen hochballern. Und dann werde ich das jetzt auch noch einmal auf 100% hochfarmen und danach umwandeln. Ich würde sagen, das machen wir noch in diesem Part. Also dann, bis gleich. Und schon bin ich fertig. Geht relativ zügig tatsächlich. Und ein paar Amrita springen dabei auch noch heraus. Also, Win-Win. So, na dann, Ruheritual. Ausführen. Ja. Ah, schade. Ist leider nicht ätherisch geworden, wie ich es gehofft habe. Aber, ich bin theoretisch immer noch in der Lage, es zu versuchen. Ich kann immer noch versuchen, es auf die ätherische Stufe hochzuheben. Und das mache ich jetzt auch. Gott verdammt. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Oh, na endlich, Leute. Drei ganze Male musste ich dieses Ritual wiederholen, damit ich endlich ein ätherisches Yasakani-Magatama bekomme. Alter Vater, das hat länger gedauert, als es hätte sein müssen. Oh Mann, ey. Okay. Na dann, Sondereffekte meiner Ausrüstung verbessern. Was könnten wir sonst noch nehmen? Autograf-Bergung kann eigentlich weg, theoretisch. Nahkampfschaden gegen ohne Ki. Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche. Was könnte ich sonst stattdessen nehmen? Schaden über Zeit erhöhen. Vertrautheitsbonus, Elementarschaden, Schaden über Zeit Feuer. Glücksfall-Accessoire nehme ich einfach erst einmal vorübergehend. Um was anderes eventuell noch zu bekommen. Erlittener Elementarschaden, das wäre eine gute Sache. So. Und ansonsten. Was anderes bräuchte ich jetzt so nicht, würde ich sagen. Es außer unbegrenzte Onmyo-Magie, aber tja, das ist jetzt leider. Ich habe leider kein sagenhaftes Umbrazit mehr da.
Schade. Ansonsten Onmyo Magie Kraft vielleicht. Na, ich werde einfach nochmal würfeln und gucke, was da sonst noch möglich ist. Onmyo Magie Kraft Gesundheit, unbegrenztes Elixier. Glücksvoll ausgerüstete Rüstung, Vertrautheitsbonus. Ah, gefällt mir immer noch nicht so ganz. Onmyo Magie Bonus am Ritteranzeige. Immer noch nicht so ganz, was ich suche. Was sich lohnen würde. Beherrschungsbonus, was ist das? Beschleunigt die Erhöhung der Waffenbeherrschung, ja, nee. Hier, Elementarschaden. Da haben wir doch was. Das nehme ich. Okay. So. Und damit hätten wir jetzt auch da wieder unsere Ausrüstung ein Stück weit verbessert. Ne? So, wie ihr seht, Marikis Gnade. Okay. Interessant, dass das Dingen zu einem Set-Item wird, sobald wir es ausrüsten. Und dadurch kriegen wir automatisch einfach mal ein bisschen Bonusgesundheit dazu. Beide Gegenstände sind vor allen Dingen einem komplett anderen Set zugehörig. Kommt auch nochmal dazu. Naja, ist ja auch egal. So, bam. Weil diese Glücksfall ausgerüstete Waffe, Glücksfall ausgerüstete Rüstung, brauche ich ja beides eigentlich nicht mehr. Das brauche ich höchstens nur noch dann, falls ich ein weiteres Mal versuchen möchte, meine jetzige Ausrüstung erneut zu erfarmen. Was ja eigentlich nicht mehr nötig ist. Ja? Das war nur für das Farmen dieser Ausrüstung, die ich jetzt gerade habe, praktisch. Und ansonsten brauche ich diese Werte einfach nicht mehr. Genauso wenig wie die Autograbbergung. Muss eigentlich auch nicht unbedingt sein. Ne? Deswegen, da nehme ich jetzt lieber viele andere Werte. Die beiden hier nämlich. Ne? Zudem kriege ich ja auch noch die Set-Boni von den beiden Dingern. Dadurch kriege ich noch einmal gute 700 Gesundheit mehr. Das ist auch schon mal was. Ne? Super Sache. Okay, oh Mann, Leute, das hat länger gedauert, als ich dachte. Wie gesagt, ich musste das Ritual 3 weitere Male wiederholen, damit ich endlich in der Lage war, das Magatama auf die letzte Stufe zu heben. Oh, ich hab noch was. Okay, dann kommt der Punkt bei Konstitution rein. So, 3 weitere Ruherituale, bis es endlich möglich war, das Teil umzuwandeln. Alter Vater, in ein ätherisches Item. So, soll ich bei der Gelegenheit jetzt auch noch die Rolle des Weisen benutzen, die ich jetzt auch noch bekommen habe? Mystische Diade Sansetsukon. Schade. Leider auch nicht das, wonach ich suche. Interessanterweise, wir müssen nur gegen Gyuki kämpfen? Das hört sich so danach an. Als ob der einzige Gegner bei dieser Bildrollenmission Gyuki wäre. Okay. Tatsache. Ja klar, bei so einer Umgebung kann es ja nur Gyuki sein. Ein anderer Gegner ist hier gar nicht möglich. Oh, oh, shit. Okay, zum Glück ist er noch nicht gespawnt. Jetzt, Alter. Einfach mal so reingeploppt. Ey. Okay. Ob ich ihn bei der Gelegenheit auch mal in den Damm reinlaufen lassen kann? Warum nicht? Schaden kannst du sicher nicht, oder? Na toll. Jo. Oh, okay. Nice. Alter. Oh. Oh, shit.
Genau, dreh dich ganz langsam um. Okay. Wieder voll gebufft. Viel Spaß hiermit. Hohoho, jetzt kriegt er aber auf die Fresse. Jawoll. Alter, was ein geiler Finishing-Move. Voll gut. Alter Vater. Der Gyuki-Seelenkern kommt auch nochmal dazu. Sehr schön. Die Ausrüstung, die wir jetzt gekriegt haben. Oh, wir haben eine Stufe 23 Waffe gedroppt gekriegt. Wir können unsere jetzige Waffe verbessern. Das ist ja Wahnsinn. Die wird gesperrt, die wird entsperrt. Ich nehme natürlich die mit dem höchsten Level, ist ja klar. Stufe 24. Ich habe doch noch... Nee, ich habe alles schon auf 25 mindestens. Okay, ich brauche also mindestens was auf Stufe 25. Damit ich etwas von meiner Rüstung erhöhen kann. Und da habe ich leider nichts gejobbt gekriegt. Aber immerhin kann ich meine Waffe verbessern. Das ist doch auch schon mal was. Meine Waffe aufwerten zu können, ist ein großer Win. Ne? Bedeutet schlicht und ergreifend, mehr Schaden. Was haben wir hier? Nahkampfschaden, Ausrüstungsjobrate, Ki-Regeneration. Cool. Ganz cool. Gyuki-Seelenkern, cool. Oh, eine ätherische Rolle tatsächlich. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das reicht dann auch erstmal für diesen Part. Wir haben auf jeden Fall genug geschafft. Jetzt werden auf jeden Fall weiterhin Punkte in Konstitution reinfließen, denn bei Magie scheinen wir jetzt den neuen Maximalwert erreicht zu haben. Ne? Da haben wir jetzt keine andere Wahl, als unsere Punkte dort reinzustecken. Ja, Waffenschmied, bevor ich es nachher noch vergesse, Seelenbild, Waffe, Brecher des Bösen Gleve, wird hiermit auf Stufe 24 angehoben, also 180 plus 24, so. So, sehr schön. Da haben wir wieder was, worauf wir uns freuen können, nämlich diese Waffe noch einmal auf maximale Vertrautheit zu bringen. Sollte nicht allzu lange dauern, wie immer, ne? Ach, ist das schön. Da haben wir schönes Jobglück gehabt, immerhin. Haben unsere Waffe noch ein bisschen weiter anpassen können. Und ansonsten, ja, kehren wir erstmal zum Traum des Dämons zurück. In das DLC hier. Wait. Wo bin ich jetzt gelandet? Ach so, bei Morgendämmerung. So, Dunkelheit in der Hauptstadt. Da wollte ich eigentlich hin. Okay. Wollte schon sagen. Sah irgendwie anders aus. Alles klar. Super. Dann würde ich an der Stelle für heute Schluss machen. Wir haben einiges geschafft, tatsächlich, ne? Liegt vor allen Dingen auch daran, dass ich gefühlt die Hälfte der Spielzeit, die ich eigentlich jetzt hinter mich gebracht habe, rausgeschnitten habe. Ne, das ganze Stein der Buße hochgefarme und die Fähigkeitspunkte für die Faustwaffe. Ne, das musstet ihr ja alles nicht mit ansehen. Dementsprechend, ne, haben wir aber gut was geschafft dennoch. Ne, ich bin zufrieden. Und dann werden wir im nächsten Part wieder ein bisschen mehr die hiesigen Missionen abklappern. So wie es scheint, werden wir erst einmal ein paar Nebenmissionen machen können, bevor wir uns um die nächste Story-Mission kümmern können. Alles klar. Dann würde ich an der Stelle für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.